Heute ist der 23.06.2016. Als ich mal vor einigen Tagen bei mir bei der Sendungsverfolgung geschaut habe, bin ich halt irgendwie auf diese Seite hier gestoßen. Und hier geht es um das DHL-Fachzentrum Neumark. Und da gibt es hier viele Kundenmeinungen und Kommentare und die sind quasi durchweg negativ. Und deswegen verlinke ich diese Seite hier auch in der Videobeschreibung. Was hier so steht, das lässt darauf schließen, was nicht wirklich neu ist, dass die Deutsche Post bzw. DHL sich jeden Tag strafbar macht. Das verlinke ich dann hier, könnt ihr selber durchgucken. Dass sich DHL und die Deutsche Post, also mehrere Mitarbeiter, jeden Tag bewusst strafbar machen, das ist ja nichts Neues. Also irgendwelche Briefe einfach mal weggehascht werden, ja, in dem Verdacht, dass da vielleicht Geld drum liegt. Was wiederum extrem dumm ist, weil wer Geld in, wie auch immer, mit Alufolie oder so verpackt, wer Bargeld in einen Brief verschickt, meine Güte, ich meine, der ist für mich reif für die Forensische. Wenn überhaupt man Bargeld per Post verschickt, was eigentlich das Dümmste überhaupt ist, vor allem im Jahr 2016, Überweisungen brauchen einen Tag im Durchschnitt, dann macht man das per Paket. Ja, und wirklich richtig sicher verpackt, per versicherten DHL-Paket. Aber selbst das ist dumm. Man verschickt einfach kein Bargeld per Post. Tja, diese Meinung hier. Hier habe ich übrigens noch was, noch einen Link vom Paketzentrum Osterwettingen. Verlinke ich ebenfalls in der Beschreibung. Auch hier stehen mehrere Beiträge. Ja, da geht es halt einfach darum, dass halt da einfach Pakete schon teilweise Wochen und Monate rumliegen und es nichts passiert. Wenn man sich bei DHL beschwert, passiert auch nichts. Ja, das sind halt so überwiegend die Kundenmeinungen, die da stehen. Ja, das kann ja nicht sein. Weil ich sage mal so, jedes Paket, was da länger als 3, 4 Tage liegt, ohne dass es irgendwie Streik gibt, ohne dass es technische Schwierigkeiten gibt, ist für mich eine Unterschlagung. Ganz einfache Sache. Und DHL und Deutsche Post, da, das, man kann nicht sagen, dass das ein betrügerischer Verein ist, das wäre falsch, aber da arbeiten halt sehr viele kriminelle Menschen. Ich meine, bei DHL und Deutsche Post arbeiten ja nicht nur 10 Leute, ist klar. Dass darunter dann viele schwarze Schafe sind bei so vielen Mitarbeitern, das ist logisch. Naja, aber es darf halt nicht sein, das muss besser kontrolliert werden. Weil wir verschicken Leute ein Paket, wahrscheinlich auch versichert, ja, mit Sendungsverfolgung. Aber was nützt ihnen das am Ende? Wenn das da einfach liegen bleibt und DHL nicht reagiert. Weil so wie man hier lesen kann, ist auch die Kundenhotline von DHL und so, ja, schwach. Also das hat mich schon ziemlich aufgeregt hier und deswegen habe ich dazu ein Video gemacht und deswegen verlinke ich hier diese beiden Seiten. Weil die Kundenmeinungen hier, die sind wirklich erschreckend. Also das sieht man mal, was DHL so von seinen Kunden hält. Das ist echt traurig.